Johannes Dörfler, herzlich willkommen in Paderborn. Du wurdest mit mehreren Vereinen der Bundesliga und der zweiten Bundesliga in Verbindung gebracht. Was hat dich überzeugt, zu unserem Verein zu wechseln? Der Herr Krösche hat, wir hatten halt gute Gespräche vorher, hat halt von der Spielphilosophie erzählt, wie sie spielen wollen. Das passt halt zu mir mit dem Tempo, mit dem 1 gegen 1, die Außenspieler. Deswegen habe ich mich dann für Paderborn entschieden. Bei deinen bisherigen Stationen hast du auf der rechten Außenbahn für viel Tempo gesorgt. Damit passt du wohl perfekt in unsere Spielidee. Wo siehst du denn deine Rolle im Kader? Ich würde auch sagen rechts vorne, rechts, links vorne auf den Außenbahnen. Da kann ich halt meine 1 gegen 1 Stärke ausspielen. Da fühle ich mich am wohlsten. Kennst du denn schon jemanden aus der Mannschaft, der dich vielleicht im Vorfeld über den SC Paderborn 07 informiert hat? Oder was hast du sonst aus der Ferne so über uns mitbekommen? Kennen tue ich jetzt keinen, außer mit Marlon habe ich halt bei Borussia gespielt früher. Nicht zusammen, aber der war 2 Jahre über mir. Ich kenne ihn halt, aber sonst kenne ich keinen einzigen Spieler, ne, noch nicht. Aber Kontakt zu Marlon schon aufgenommen oder noch gar nicht? Nee, auch noch nicht, ne. Okay, und wie hast du uns sonst so aus der Ferne beobachtet? Wie war das für dich so in den letzten Wochen? Habe ich halt scharf beobachtet natürlich, weil war halt ein interessanter Verein für mich. Deswegen habe ich Paderborn natürlich verfolgt und ja, guten Job gemacht, erste Liga. Aufgestiegen, super. Was war denn dein erster Gedanke, als der Aufstieg unserer Paderborner Jungs in die Bundesliga perfekt war? Geil, verdient, verdient auf jeden Fall. Super, super gespielt in der zweiten Liga, immer offensiv gespielt, viele Tore erzielt. Deswegen attraktiver Fußball, deswegen finde ich verdient. Dann kommen wir abschließend noch zu einer persönlichen Einschätzung. Was glaubst du, welche Rolle kann der SC Paderborn 07 in der Bundesliga spielen? Viele behaupten ja, dass wir sozusagen der erste Absteiger sind, aber mit diesem Offensivfußball, denke ich, werden wir schon mithalten können, doch. Gut, Johannes, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview, wünsche dir eine schöne Sommerpause noch und eine schöne Eingewöhnung in Paderborn und sage danke. Gerne, gerne.